Hallo, hier ist wieder euer Weehawk und ich begrüße euch zurück beim Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Modprojekt Dark Final Super, heißt die aktuelle ISO, die wir zocken. Ja, und heute sind mal die Frauen der Schöpfung dran, aber ich habe mir gedacht, jetzt wieder ein Female-Kampf machen, irgendwie 5 gegen 5, das hatten wir auch schon alles tausendmal. Wir gehen in das Ultimate Battle. Und gucken mal, wie viele Missionen haben wir eigentlich freigeschaltet? Natürlich keine. Es ist komisch, obwohl das immer gespeichert wird auf der Memory Card, aber sobald ich eine andere Mod-ISO nehme, das ist dann irgendwie nicht gespeichert. Egal. Ja. Jetzt müssen wir noch irgendwas nehmen mit zwei. Hier, da haben wir zwei Guerreros. Kommen wir den zwei Guerreros gegen drei Guerreros. Wer sind denn unsere zwei Guerreros? Ich habe ja nicht mal eine Ahnung, wer uns da jetzt als Gegner erwartet. Das wird also schon mal sehr spannend. Und vor allem muss ich sie jetzt erst... Hier, da haben wir die erste. Hier, Gogeta Super Saiyan Blue. Oder auch Barbidi. Das wird jetzt gar nicht einfach, sich hier zu finden. Ich finde es lustig, wenn da die falschen Namen drunter stehen. Wir hatten doch noch eine zweite Gogeta Dame. Wo ist sie denn? Guckt mal, da haben wir sie. Ja, also Cell und Cell Junior. Guckt sich das mal einer... Hey, das sieht ja ganz hübsch aus. Ja, dann nehmen wir doch mal sie noch als zweite Kämpferin dazu. Hier, zack, wunderbar. Wenn das kein tolles Team ist, dann weiß ich auch nicht. Gut. Einfach, dass wir auch mal Mission 100 nochmal irgendwie aufgegriffen haben. Wenigstens mal für einen Kampf. Yeah! Oh, hübsch! Das passt ja auch irgendwie. Gogeta männlich gegen Gogeta weiblich. Als ob ich es gewusst hätte. Da habe ich ja den perfekten Gegner ausgewählt. Ja! Ich kriege immer einen Koller in letzter Zeit, wenn irgendwas lange dauert in der Ausführung. Man muss so Angst haben bei diesen Mods. Und doch macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, sie zu zocken. Das Projekt, ich kann es nur immer wieder betonen, ich habe es ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, es ist wirklich genau das geworden, was ich mir erhofft hatte. Es ist wirklich so herrlich schön abgefuckt geworden. Wir haben so viele Kuriositäten erlebt. Es ist wirklich eins meiner... Ich glaube, es ist wirklich mein Lieblings-Dragon Ball-Projekt mittlerweile. Auch wenn die Community-Challenges in Budokai Tenkaichi 2 natürlich auch wirklich großartig waren. Ja, wobei, wenn ich so drüber nachdenke, eure Geschichten und dass ich dann die Intros da schneiden konnte und so, okay, das hat vielleicht nochmal einen Tick mehr Spaß gemacht. Ja, die Projekte sind ziemlich gleich auf, das muss ich wirklich sagen. Jabba! Dabba! Und du! Und hallo, Yamchu! So, und jetzt bringen wir sie mal rein. Genau. Oh, oh. Maximo Poda! Juhu! Oh, was? Egal, cool. Oh, mit Soundtrack im Hintergrund. Jusch! Scheiße, Dreck. Wieso konnte ich nicht schöpft werden? Was ist da los? Nimm dies! Atomic Blast! Ich wollte Atomic Blast machen. So, dann wirst du eben so besiegt. Holla! Jetzt ist es sogar ein Female-Kampf geworden. Oh Gott, dammit, Nappa! Nein! Au! Bitte nicht! Könnten Sie bitte damit aufhören! Okay, sie hört nicht damit auf. Da muss ich wo andere sein. Ich kann mich nicht transformieren. Verdammt. Warum nicht? Eine Energieeinheit müsste doch reichen. Komisch. Jetzt geht's nicht mehr. Egal. Oh Mann, sag mal. Also jetzt wehrt sie mir aber für meine Begriffe ein bisschen viel ab.
Ich kann mich nicht transformieren. Okay, ich sollte aufhören, damit transformieren zu wollen, so wie es aussieht. Aber wir haben doch gesehen, sie hat ganz viele Formen. Wieso geht das jetzt hier nicht? Mann. Okay. Dann nimm dies. Och, sag mal. Uff, gerade noch rechtzeitig abwehren können. Hilfe! Okay. Ich glaube, da muss ich was anderes machen. Da muss ich sie erstmal rausschicken hier. Und Kedöns machen. Ach, das. Der Ultra Instinct ist das wieder, ne? Deswegen klappt das nicht. So. Aber ich habe noch das am Stissel. Hilfe! Kannst du bitte damit aufhören? Du weichst zwar eh wieder aus, aber... Oh shit! Das war verzögert! Damit hatte ich nicht gerechnet. Dass dann doch noch der Aufprall kommt, das hat mich ein bisschen überrascht. Aber die ist gefährlich, die muss weg. Sonst haben wir ein Riesenproblem hier. Zack! Zack! So. Und das. Das ist so schön, sich daran teleportieren zu können. Oh, das sehen wir sogar auch noch. Jetzt bin ich gespannt. Oh ja. So und nicht anders muss das laufen. Oh, lässig hat sie das gerade meinen Kick hier abgeblockt. Haha. Okay, mein Charakter ist ein bisschen overpowered. Aber es nützt nichts. Die muss ich erst weghauen, weil die ist mir zu gefährlich. Die mache ich nicht mit der anderen Gogeta. Female Gogeta. So. Juhu. Und das. Oh. Wahnsinn. Sieh mal einer an. Man kann das sogar ausmanövrieren. Das hat sie mir gerade bewiesen. Ziemlich krass. Ich habe schon gedacht, es ist ziemlich unfair, sich einfach an den Gegner ran teleportieren zu können, aber mit ein bisschen Timing kann man sogar das ausmanövrieren. Zack. Zack, 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 zack. Wow. Ja, die hat definitiv was drauf. Zack. Zack. Und... das als grausames Finale. Oh yeah. Tja, was machst du jetzt? Es hört einfach nicht auf. Und tschüss. Gut. Okay, jetzt können wir auch wieder wechseln. Oi. Super Saiyan 4 Blue. Hoffentlich übernehme ich mich nicht. Ich hab doch abgewehrt. Nee, hab ich nicht. Ich hab die falsche Taste anscheinend gedrückt, oder? Ich hab keine Abwehrbewegung gemacht. Das müsst ihr jetzt ganz langsam abspielen und nochmal gucken. Nee, Quatsch. Ich werde wahrscheinlich jetzt... Irgendwie habe ich mich, glaube ich, gerade vertan. Ich habe irgendwas anderes gemacht. Mich aufgeladen, glaube ich. Fragt mich nicht, wie mir das passieren konnte. Doch, fragt. Stellt die Frage jetzt in den Kommentaren. Und ich kann mich nicht transformieren. Das ist sehr schade. Ich bin jetzt an diese Super Saiyajin-Form gebunden. Also wirklich verstehen tue ich es nicht. Ich gucke jetzt nochmal. Ich kann mich tatsächlich nicht verwandeln. Also es taucht zumindest nicht in der Liste auf. Unfucking fassbar. Dann wenigstens Finisher. Oh, hör auf! Ich mach das immer von hinten. Von so weit hinten.
Das klang jetzt bei der Fall. Was? I beat you in 5 seconds. Moment, richten wir ein. Kein Thema. Während du noch lässig einen Backflip machst, trifft dich auch schon mein Kamehameha. Du bist enttäuschend. Von dir hätte ich mehr erwartet. Aber es ist auch nur gut so, weil schließlich kann ich mich nicht weiter transformieren und stärken. Aber ich kann das hier. Und das nutzen wir jetzt auch nochmal aus. Oh, guckt euch das an. Und meine Stats, ey. Meine Stats sind am Steigen. Wundervoll. Richtig die Stats. Zack. Und der Explosiver. Und das. Hallöchen. Und kaboom. Und bam. Gut. Okay, ja. Wundervoll. Na, die Mädels hatten es doch drauf. Ganas. Richtig Ganas. Oh, das war sogar ein Zetran. Gut. Ja, wenn wir schon in Mission 100 sind, Sommer nochmal. Na, das ist aber nicht... zwei oder drei Gegner, würde ich mal sagen. Und dann ist Schluss mit lustig. Die beiden mit einem Guerrero oder die drei mit zwei Guerreros? Ich würde sagen, wir machen die drei und mit zwei Guerreros. Hier, Fascher. Nicht ganz, aber fast. Ja, komm, nehmen wir mal die. Wir bleiben auf jeden Fall mal bei den Females. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich interessant. Die gibt es ja wirklich in allen Farben und Formen und Gedöns. Oder war das jetzt Gogeta? Es könnte natürlich auch irgendwie Kauliflau oder so sein. Das ist bei den Fanarts dann auch manchmal ein bisschen schwer zu sehen. Aber geben wir ihr mal eine Chance. Yay! Und es ist ja wirklich Son Goten. Das ist ja langweilig in letzter Zeit, aber er hat trotzdem wahnsinnig viel Energie. Was ihn also nicht zwingend zu einem leichteren Gegner für uns macht. Armer Junge. Hey Junge, schau dir die Fresse. Juhu. Und das. Du sagst es. Frauenpower. Da macht auch der kleine Son Goten nichts. Son Goten gehört verboten. Zack, 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 die zack. Und kabim! Noch bestens. Herr Son Goten, was sagen Sie denn dazu? Haha! Wer sagt das dazu? Hahaha! Ronaldinho-Sock! Nein! Wie konnte das ein Meme werden? Gebt einfach mal Ronaldinho-Soccer 64 ein, falls ihr es nicht kennt. Ich find's schön, dass es ein Meme geworden ist, weil... So bleibt International Superstar Soccer 64 eben doch unvergessen. Und kommt es nicht genau darauf im Endeffekt an? Zack! Und weg mit dir! So, der erste wäre weg, aber zwei stehen noch aus. Nur langsam mal hinmachen, hier auch schon 15 Minuten. Hey! Seht ihr wirklich Female-Kämpfe heute? Die hatten wir zwar schon, oder? Hatten wir sie schon? Ich glaube, sie hatten wir schon, genau. Die habe ich zusammen mit Female Goku ausprobiert. Oh, oh. Ein Rose Kamehameha. Ja, zu dir passt das.
Au, au, wow, wow, wow. Na, warte. Das ist das Bargeld. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht singen. Was? Was? Nein! Alles explodiert. Nur sie nicht. Unfassbar. Meine Macht. Alles umsonst. So, nimm das. Ich bin schneller als du. Sag ich doch. Ella Badge, Ella Badge. Ne, 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 ne. Oh, oh. Ich hab das Gefühl, wir kriegen eins auf die Fresse. Wir Penner. Auch noch frech werden, oder was? Wieso sage ich eigentlich immer wir? Wieso ziehe ich euch da mit rein? Ihr könnt da überhaupt nichts dafür, wie ich spiele. Und trotzdem ziehe ich euch mit rein. Ihr seid quasi mitschuldig immer. Ich finde das super. Wie ich jetzt mein Finn... Warum geht das da... Kannst du nicht zielen? Mehr Zielwasser saufen. Und es gab da diesen einen Fischmensch in diesem einen One Piece Arc, der so eine Teufelsfrucht gegessen hatte, mit der er gut zielen konnte. Also sprich, eigentlich kein Ziel mehr verfehlen konnte. Das hätte sie, diese Teufelsfrucht hätte sie mal essen können. Van der Decken oder so. Genau, Van der Decken. Ich vergesse den. Ich weiß nur, dass es ein holländischer Name war. Und ich glaube, Van der Decken hieß er. Gut. Oder Unlimited. Diesmal geht es nicht daneben. Gut, hat getroffen. Mehr wollte ich nicht. Tschüss. Da, 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 da. Wow. Jetzt geht er aber ordentlich ab hier. Ui, schlägt die mich weg? Das habe ich gar nicht gern. Also das ist sicherlich nicht das, was ich gerne hier habe. Und da muss man auch mal sagen, das war's für dich. Du steckst im Boden fest. Muy bien, du sagst es. Er will richtig muy bien jetzt. So, Son Gohan ist ja wieder normal. Och, Alter, du hast auch kein Zielwasser gesoffen. Aber schön, dass ihr euch bei der Attacke so einig seid. Oh, ich sehe gerade, wie viel Schaden die austeilt. Die ist ja der Hammer. Ich glaube, den kann ich einfach so verprügeln. Da macht er nichts. Nee, der macht überhaupt nichts gegen mich. Eieieiei. Oh shit, 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 oh shit. Schöner Schrei ist irgendwo an. Zack, 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 zack. Oh, ist das wundervoll. Das ist egal, wir können im Nahkampf bleiben. Du machst überhaupt nichts gegen mich, fürchte ich. Wenn ich jetzt noch Maximum Power Mode hätte. Moment, oder? Habe ich das nicht sogar? Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich. Aber zu spät. Ha, doch nicht zu spät. Ja, da, 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 da. Tja, das hat sich voll gelohnt. Wunderbar. Ja, das war doch schön. Und ich glaube, im nächsten Part können wir auch so ein bisschen bei den Damen der Schöpfung bleiben. Mal gucken, was es da noch so gibt. Wir sind auf jeden Fall noch lange nicht fertig bei diesem wundervollen Mod. Bis dahin, euer Weehawk.